Ich mag also den Jens verbieten, das verdammte Mörderlied zu singen. Den ganzen Tag wurden sie denen in den Ohren. Als ob man nicht schon genug von den Mörder zu hören kriegte. Macht er doch. Solange man sie singen hört, dann weiß man wenigstens, was er noch da ist. Naja, hast du wieder recht. Du hast aber einen schönen Ball. Wie heißt du denn? Else Beckmann. Nein!
Neue Fortsetzung, Frau Beckmann. Spannend, aufregend, sensationell. Naja. Augenblick, Herr Gerke. Sagen Sie mal, Herr Gerke. Ja? Haben Sie Elsäche nicht gesehen? Nee. Ist sie nicht gerade von mir die Treppe raufgelaufen? Nee. Sie ist noch nicht zu Hause. Na, dann wird sie wohl bald kommen. Auf Wiedersehen, Frau Beckmann. Auf Wiedersehen, Herr Gerke. Das ist ja furchtbar. 10.000 Mark. Der so kleine Doktor kann ja keiner lesen. Wo liegt da vorne? Vorlesen. Vorlesen. Der unbekannte Mörder. Ruhe! Stopp! Lass doch lesen! Der Schrecken unserer Stadt hat ein neues Opfer gefordert. Lauter davor, man versteht ja nicht. Aus bestimmten Anzeichen geht hervor, dass auch dieser neue Mord von demselben gespenstischen Unhold begangen wurde, dem bereits 8 Kinder unserer Stadt zum Opfer gefallen sind. Immer wieder muss nachdrücklichst darauf hingewiesen werden, dass es die heiligste Pflicht jeder Mutter, jedes Vaters ist, mehr als je ihre Kinder vor der Gefahr, in der sie ständig schweben, zu warnen. Umso mehr, als es sich um eine Gefahr handelt, die sich ihnen wahrscheinlich in freundlichster Form nähert. Ein paar Süßigkeiten, ein Spielzeug, ein Apfel kann Verlockung genug sein, um einem Kind zum Verhängnis zu werden. Richtig, schön. Lies doch mal weiter. Ja, ja. Die begreifliche Nervosität wird noch dadurch gesteigert, dass die Bemühungen der Kriminalpolizei, des Mörders habhaft zu werden, bisher leider völlig erfolglos geblieben sind. Aber die Polizei steht vor der fast unlösbaren Aufgabe, einen Täter zu fassen, der bisher auch nicht die geringste Spur hinterlassen hat. Wer ist der Mörder? Wie sieht er aus? Wo verbirgt er sich? Niemand kennt ihn. Und doch ist er mitten unter uns. Und jeder, der neben dir sitzt, kann der Mörder sein. Jawohl. Sehr richtig. Was kriegst du mich denn dabei so an? No, wirst du schon wissen. Was soll ich wissen? Na, denk mal nach. Wird dir schon einfallen. Was willst du denn damit sagen? Dass ich dir auch schon mal gesehen habe,
wie du hinter der Kleinen aus dem vierten Stock die Treppe aufgegangen bist. Du bist mal verrückt, du Schweinskerl! Wer ist ein Schweinskerl? Ich oder er, der Herr, die Kleinen Mädchen zuerst? Saukerl, du! Du Hirn, du! Du Mörder! Wir sprechen uns vor Gericht, du! Wir sprechen uns Zucht aus, mein Junge! Du Verleumder, du gemeiner Erbschneider! So eine Verleumder, so eine Erbschneider! So was lässt sich der Polizei ein? Hausdurchsuchung! Diese Schande! So ein anonymen Wischling gleich Hausdurchsuchung! Herr Eger, nur beruhigen Sie sich doch endlich. Wir tun ja schließlich auch nur unsere Pflicht. Wenn man schon selber keine ruhige Minute mehr hat. Lauter Angst um die Kinder. Na sehen Sie. Gerade darum muss die Polizei doch hier noch so kleine Spur verfolgen. Jeder Mensch auf der Straße kann der Täter sein. Können Sie mir sagen, wie spät es ist? Ja, mein Kind. Jetzt musst du aber schnell nach Hause gehen. Wo wohnst du denn, mein Kind? Zieht denn das Sie an, wo das Kind wohnt? Wie? Bitte? Was wollen Sie denn von die Kleine? Gar nichts will ich. Was wollen Sie denn überhaupt? Ich muss doch gleich sehen, was ich von dir will. Lassen Sie mich doch los. Das ist ja eigentlich eine Unverschämtheit. Was ist los hier? Eine Unverschämtheit. Was will denn der Brillenaffe? Habt ihr mal nicht so. Erst Kinder anquatschen. Hau noch hinter die Schnauze. Was hat er gesagt? Dann auch noch kennenlernen. Aber bitte lassen Sie mich doch los. Ich habe das Kind doch gar nicht angesprochen. Was wollen die Kleine was retten wollen, was? Ja, und dann umbringen wir die anderen, was? Das ist doch der Mörder. Ich bin Mörder. Halt mich fest. Ruf doch die Polizei. Natürlich wieder kein Schuppe hier. Herr Wachtmeister. Herr Wachtmeister. Herr Wachtmeister. Herr Wachtmeister. Platz machen, meine Herrschaften. Den Eingang frei machen. Mit kleinen Taschen, die festnehmen. Das können wir, weiter können wir nicht. Fangt doch lieber den Kindermörder. Was? Der Kindermörder? Kindermörder? Was ist der Kindermörder? Weitergehen! Nicht nehmen! Weitergehen! Was ist von dir? Das ist ein Skandal, sondern gleich. Was glauben Sie, Herr Polizeipräsident, was eine solche Notiz für einen Eindruck auf die Öffentlichkeit machen wird? So etwas ist einfach unverantwortlich. Herr Minister, wir können dem Mörder nicht verbieten, Briefe zu schreiben, an wen er will. Wahrscheinlich empfindet der schwer pathologische Mann eine große Genugtuung dabei, seine Taten in den Zeitungen geschildert zu sehen. Wir haben uns sofort mit der Redaktion in Verbindung gesetzt und uns das Original des Briefes aussendigen lassen. Es wird bereits vom Erkennungsdienst bearbeitet. Selbstverständlich ist es beinahe ausgeschlossen, auf einem Blatt Papier, das durch so viele Hände gegangen ist, noch irgendeinen brauchbaren Fingerabdruck festzustellen. Trotzdem wird auch hier nichts unversucht gelassen, um durch eingehendste Vergleiche mit unseren Karteien vielleicht doch noch irgendetwas Verwendbares zu finden, das uns der Lösung des Problems näher bringt. Anschließend geht der Brief direkt zur graphologischen Begutachtung. Der oben erwähnte Rautenzug oder Schwellzug, Klammer, am deutlichsten in dem Worte bald, dritte Zeile von unten, Klammer zu, haben Sie? Ja. Registriert die pathologisch starke Sexualität dieses Triebmenschen. Punkt. Die zerbrochene Schreibart mancher anderer Buchstaben ist in ihrer zeichnerischen Weise ein Ausdruck von Schauspielerei, die nach außen hin die Form der Indolenz, ja der Trägheit wählen kann. Im ganzen Schriftbild liegt ein schwer erweisbarer, aber intensiv fühlbarer Zug von Wahnsinn. Ja, Herr Präsident, gewiss. Ich bezweifle durchaus nicht, dass Sie Ihre Pflicht tun. Ihre Beamten auch, gewiss. Aber das Resultat, bitte. Das Resultat. Herr Minister, meine Leute haben in der Woche keine 12 Stunden Schlaf mehr. Die Mannschaften vom Überfallkommando kommen nie mehr richtig zur Ruhe.
Und wenn Sie den Dienst antreten, sind Sie beinahe noch müder, als wenn Sie abgelöst werden. Denn dieser Dienst ist ja nichts als eine nervenfressende Kleinarbeit, die zu 80, ja 90% aus Misserfolgen besteht. Die Beamten der Mordkommission kommen nicht mehr aus den Kleidern heraus, leben beständig auf dem Kiviv, ständig in der Hochspannung der Alarmbereitschaft. Sie stehen ununterbrochen auf dem Sprung, jede, aber auch die geringste Spur aufzunehmen, denn möglicherweise kann ja gerade sie zum Ziele führen. Bedenken, Herr Minister, allein die Arbeit am Tatort. Da wird zum Beispiel hinter einem Zaun in einem Gebüsch eine kleine, weiße, zerknüllte Papiertüte gefunden. Anscheinend war sie früher mit billigem Konfekt gefüllt. In der äußersten Ecke finden sich noch winzige Splitterchen von Fruchtbonbons und einige Körnchen vom bunten Streuzucker. Wir haben in einem Umkreis von 2 Kilometern, in jeder Konditorei, in jedem kleinsten Kolonialwarengeschäft nach dem Ursprung dieser Tüte geforscht. Umsonst. Mit jedem Tag erweitern wir das Fahndungsgebiet. Aber natürlich kann sich niemand nach so langer Zeit an irgendetwas erinnern, das eine verfolgbare Spur ergeben könnte. Trotz aller dieser negativen Resultate sind wir gezwungen, weiter zu forschen, weiter zu eruieren, immer ins Ungewisse hinein, zunächst ohne Aussicht auf einen wirklichen Erfolg, der uns dem Ziele auch nur um einen Schritt näher bringen könnte. Unsere Leute setzen... Was nützt mir das alles? Herr Polizeipräsident, dass Sie nicht faulenzen, das weiß ich. Aber damit schaffen wir die Tatsache nicht aus der Welt, dass ein unbekannter Mörder 4,5 Millionen Menschen terrorisiert. Und dass die Polizei versagt. Herr Minister, scheinen doch nicht die rechte Vorstellung von den ungeheuren Schwierigkeiten zu haben, mit denen die Kriminalpolizei zu kämpfen hat. Ist Ihnen bekannt, dass zum Beispiel über den Heimweg, den das vermisste Kind genommen haben soll, allein 15 gänzlich verschiedene Zeugenaussagen bestehen. Ich werde Ihnen ein x-beliebiges Beispiel herausgreifen. Bitte, Zeugenvernehmung Nummer 1478, Mordsache Beckmann. Sie haben keine Ahnung. Mehr wie Sie, Herr. Aber meine Herren, Sie müssen doch wenigstens wissen, welche Farbe die Mütze von dem kleinen Mädchen hatte, das Sie heute Mittag mit dem Unbekannten gesehen haben wollen. Natürlich, Herr Kommissar. Die Mütze war rot. Herr Kommissar, die Mütze war grün. Die Mütze war rot. Die Mütze war grün. Rot, grün, rot, grün, rot, grün, rot, grün, also rot, grün. Schluss, Schluss, Schluss. Hat ja keinen Zweck. Ich danke Ihnen, meine Herren. Bitte. Der Nächste, bitte. Ja. Wenn Sie sich mit einem Fadenblinden einlassen, Herr Kommissar, da dürfen Sie sich nicht wundern, wenn Sie Pleite machen. Die Polizei hat auf der Suche nach dem unbekannten Mörder bisher mehr als 1500 detaillierte Spuren verfolgt. Das gesammelte Aktenmaterial füllt 60 dicke Wände. Wir haben sämtliche Leute eingesetzt, um das Gelände rings um die Stadt planmäßig abzustreifen. Jedes Gestrüpp wird durchsucht, jedes Dickicht durchstöbert, jede Schonung abgetastet. Denn hinter jedem Busch, in jeder Kuhle kann ein Gegenstand verborgen sein, der uns endlich Material zur Aufnahme der richtigen Spur liefert. Wir haben Polizeihunde aufgeboten. Die besten Spürer sind auf die schwachen Pferden angesetzt worden. Aber sie haben die Spuren verloren und trotz aller Anstrengungen nicht wiedergefunden. Seit Tauchen des Mörders hat die Polizei Nacht für Nacht die obdachlosen Asyle kontrolliert und die Insassen einer eingehenden Prüfung unterzogen. Selbstverständlich erhöht dieses Verfahren weder die Beliebtheit der Polizei, noch mindert es die Nervosität der Bevölkerung. Die Überwachung der Bahnhöfe wird ununterbrochen aufrechterhalten. Trotzdem haben die Nachforschungen bis jetzt nicht das geringste Resultat gezeigt, ebenso wenig wie die allnächtlichen Razzien in den Verbrechervierteln.
Ach, der Oberbulle! Ruhe! Ja, das möchte dir sein. Anordnung der Kriminalpolizei! Niemand verlässt das Lokal! Ausweise vorbereiten! Macht doch keinen Quatsch. Ach, der dicke Lohmann. Hat doch keinen Zweck. Hat doch lieber den Kindermörder. Recht so. Seid doch vernünftig! Zurücktreten, Herr! Zurücktreten! Ausweise vorzeigen! Herr Wachmeister, lassen Sie mal raus! Herr Hauptmann, die zwei Kerle, die ausgerissen waren, sind in der Kahngasse gefasst worden. Lass die Schüler stehen! Lotze! Ausweise bereithalten! Na, wir kennen uns doch schon, nicht? Ja, Kräft! Warte, Alex, Alex! Mensch, noch kein Handgeld! Kinder, macht keine Geschichte, hat doch keinen Zweck. Wer keinen Ausweis hat, kommt mit zum Alex. Wenn du dich über das Tür, ich versichere, kannst du doch sagen. Entschuldigung, wirklich. Mensch, quatsch da nicht so. Hummel, Hummel! Was, was? Ruhe! Ausweise bereit halten! Wo steht denn die blaue Mina? Einer nach dem anderen. Nur die Sprengel, heute kommt jeder dran. Ruhe! Ruhe! Na, ruhig, Kinder. Ausweise bereit halten! Wo ist der Ausweis? Aber Herr Kommissar, ich kann nicht ewig mein Geburtstag mit mir rumschleppen. Nicht, das geht doch wirklich nicht. Mecker nicht, nein, Herr Kommissar, das kann ich wirklich. Alex! Kotzen hier in der Bude! Schlechte Arbeit, mein Junge. Hast dich übers Ohr hauen lassen. Alex. Auf Wiedersehen, Willi. Winke, winke. Ach, lach mich. Der Nächste. Feiner Pinkel. Was denn? Hallo, Mann. Hat ihn schon. Da geh mein Lieber auch mit nach Alex. Was denn bitte? Meine Papiere sind doch Ordnung. Weiter. Weiter. Ach, bist du reingefallen. Nächste. Papier. Haben wir dich. Alex. Pech ab. Weiter, der Nächste.
Das Junkie-Geschäft versauen sei mal, Hauptmann. Jede Nacht die Stänkereien in die Lokale rum. Keiner weiß mehr, wo er einen Augenblick Ruhe hat. Sind doch auch Menschen. Glauben Sie, zum Vergnügen schlagen wir uns unsere Nächte um die Ohren? Nee, aber sie vertreiben mir die Kundschaft. Und den, den sie suchen, den finden sie hier doch nicht. Was glauben Sie, was die hier alle für eine Stinkwut auf den Kerl haben, dem sie jede Nacht die Razzia verdanken? Und vor allem die Mädchen, wenn die auch auf den Strich gehen. Ihr Geschäft ist Geschäft. Aber das können Sie mir glauben, Herr Hauptmann. Irgendwo ist in jeder sowas von der Mutter. Und ich kenne manchen schweren Jungen, der nasse Augen kriegt, wenn er kleine Kinder spielen sieht. Wenn die die Bestie unter die Finger kriechten, Brennholz würden sie aus dem machen, kann ich Ihnen sagen. Fertig zur Abfahrt, Herr Hauptmann. Tschüss. Heute hat das Krokodil dran laufen müssen. Zwei Wagen. So bloß der Schränker bleibt. Ist denn schon 3 Uhr? Ich will gleich mal nachfahren. Ach, Fräulein, bitte um genaue Zeit. 2.58 Uhr. Danke. Wo Uhr 58. Bullen dimmeln heute wieder in den Straßen rum wie die Wanzen. Wo du hinspuckst, da triffst du auf den Grünen. Nee, aber bei den Mädchen lassen sie dich in Ruhe. Und die sind auch schon völlig blemblem und haben nichts im Kopf als den Mörder. Die meine, die hat so eine Kleine von 6 Jahren. Also jede Nacht habe ich das Vergnügen, dreimal unter das Bett und unter das Kanapee zu kriechen, ob sich da vielleicht der Mörder versteckt hat. Deinen Beruf kannst du nicht mehr nachgehen, weil du dauernd über Kriminale stolperst. Privatleben hast du auch nicht mehr. Ich kann euch sagen, ich habe das satt. Neuigkeit. Und bloß der Schränker bleibt. Sie werden doch nicht geschnappt haben. Den? Ha, du, der hat mal in London eine Bank ausgeraubt. Und da hatten ihm die in Scotland Yard eine Falle gestellt. Da stand er schon, Hände hoch, an der Wand geklemmt. Und die Bullen, rund um ihn rum. 2 Sekunden später lagen 3 Tote da. Aber er war nicht drunter. Beste Mann zwischen Berlin und Frisco. Seit 6 Jahren suchen sie ihn schon. Kriegen ihn aber nicht zu fassen. Wir kriegen ihn zu fassen. Viele Hunde sind des Hasen tot. Halt's Maul. Herrgott! Ist ja nicht zum Aushalten. Sonst kam er doch immer auf die Minute pünktlich. Na, Gott sei Dank. Endlich. Gott sei Dank, nein. Seid ihr verrückt geworden? Jalousien runter! Meine Herren, ich eröffne die Sitzung. Der Ordnung halber stelle ich fest, dass sämtliche Führer der Ringorganisationen vertreten sind. Ich nehme an, Sie sind bevollmächtigt, bindende Erklärungen für Ihre Organisationen abzugeben. Schön, wir brauchen uns nicht lange bei der Vorrede aufzuhalten, wir wissen ja alle, warum wir hier sind. Ein Außenseiter verdirbt uns das Geschäft und den Kredit. Die Maßnahmen der Polizei, die täglichen planmäßigen Razzien zur Ergreifung des Kindermörders, hindern unsere Tätigkeit in einem kaum mehr ertragbaren Maße. Es geht nicht mehr länger an, dass wir in keinem Hotel, in keiner Kaschemme,
in keinem Konzertcafé und in keiner Privatwohnung mehr vor einem Zugriff der Kriminalpolizei sicher sind. Sehr richtig. Bravo. Dieser Zustand muss ein Ende nehmen. Wir müssen wieder geordnete Verhältnisse bekommen, sonst machen wir Pleite. Die Kassen unserer Organisation sind nächstes erschöpft. Wenn wir nicht die Unterstützungsbeiträge für die Frauen unserer Kollegen, die auf Staatskosten verpflegt werden, in Angriff nehmen wollen, so weiß ich nicht mehr, wo wir die Gelder hernehmen sollen, die wir zur Vorbereitung und Ausführung unserer Pläne benötigen. Außerdem leidet unser Renommee. Die Polizei sucht den Mörder in unseren Kreisen. Meine Herren, wenn sich mir bei Ausübung meines Berufs ein Kriminalbeamter den Weg stellt, dann weiß er, welches Risiko er eingeht. Und ich weiß es auch. Wenn einer dabei drauf geht, im Beruf gestorben, schön, geht in Ordnung. Aber zwischen dem, den die Kriminalpolizei sucht, und zwischen uns, da ziehen wir einen dicken Strich. Da ist Schluss. Jawohl. Wir üben unseren Beruf aus, weil wir existieren müssen. Aber diese Bestie hat kein Recht zu existieren. Die muss weg. Die muss ausgerottet werden, vertilgt. Ohne Gnade und Barmherzigkeit. Meine Herren, unsere Mitglieder müssen wieder in Ruhe ihren Geschäften nachgehen können, ohne durch die überhandnehmende Nervosität der Kriminalpolizei andauernd gestört zu werden. Ich bitte, mich dazu zu äußern, meine Herren. Verschärfung der Passkontrolle, Durchsieben der ganzen Stadt, Razzien, immer neue, immer schärfere Razzien. Spitzel müssen wir haben. Wir müssen von den Absichten der Polizei beinahe eher verständigt werden als die Polizei selber. Die Weiber müssen sich mehr an die Bullen heranmachen. Wie oft ist einer von uns verschütt gegangen, bloß weil das Mehl, bei dem er geschlafen hat, an die Polente verpfiffen hat. Jetzt sollen Sie mal die Polente an uns verpfeifen. Jeder Wohnungsinhaber, jeder Hausbesitzer, jeder, der ein Grundstück hat, muss verpflichtet werden, eine peinlich genaue Durchsuchung seines Besitztums nach irgendwelchen Spuren durchzuführen. Wenn man, wir haben da unsere Verbindung, wenn wir einen Artikel in die Zeitung brechen, dass wir Ringvereine, sozusagen wir Organisierten, großen Wert darauf legen, mit diesem Schwein nicht in einen Topf geworfen zu werden, dass die Polente diesen Kerl ganz woanders suchen sollte als bei uns, das ist doch gar kein richtiger Ganove. Das ist vielleicht ein Mensch, der außerhalb des Zustands, in welchem er tötet, ein harmlos aussehender, gutbürgerlicher Mensch ist, der keiner Fliege was zuleide tut. Vielleicht spielt er in normalem Zustand mit den Kindern seiner Wirtin Murmeln oder er kloppt mit dem Mann Skat. Ohne diese, ich will mich mal ausdrücken, private Harmlosigkeit bei Mördern, ist es doch gar nicht denkbar, dass ein Mann wie Grossmann, Harmann, Jahre Mietsparteien leben konnte, ohne auch nur die Spur eines Verdachtes auf sich zu lenken. Darauf muss man die Aufmerksamkeit des Publikums lenken. Das Publikum muss mitarbeiten. Hören Sie mal bloß auf von der Mitarbeit des Publikums. Wenn ich bloß daran denke, kriege ich das kalte Kotzen. Verzeihung, Herr Präsident, Entschuldigung. Aber, weil es doch wirklich wahr ist. Zum Teufel nochmal, was haben wir denn bis jetzt von der Mitarbeit des Publikums gehabt? Berge von Briefen mit den irrsinnigsten Verleumdungen. Sehr richtig. Alarmierung der Mordkommission, wenn ein Schornsteinfeger über den Hof geht. Stimmt. Aber wenn man wirklich mal von den Leuten eine vernünftige Auskunft haben will, dann haben sie plötzlich von nichts. Dann können sie sich durchaus auf nichts mehr besinnen. Mitarbeit des Publikums, wo siehst du aus? Ich glaube, Sie übertreiben da ein wenig, Herr Lohmann. Ganz so arg wird das ja doch wohl nicht sein. Doch, doch, Herr Präsident. Der größte Teil des Publikums, da steht er noch heute auf dem Standpunkt, was geht denn das mich an? Dass aber jeder einzelne Mensch vor seinem Gewissen dafür verantwortlich ist, was mit dem ärmsten und fremdesten Kind auf der Straße geschieht, das ist doch der großen Masse noch nicht im Entferntesten aufgegangen. Ich habe noch eine Idee. Da hat doch unlängst so ein Zauberkünstler, so eine ich weiß nicht, wie der sich genannt hat, der so versteckte Groschen und Taschentücher gefunden hat. Ich meine, diese Belohnung ist auch viel zu gering. Herr Präsident, ein Vermögen müsste dem Auffinder des Mörders winken. Das ist alles kein neuer Weg. Das ist alles nicht. Na, aber was dann? Sollen wir vielleicht warten, bis die Polizei den Kerl erwischt hat? Die Schwierigkeiten bei der Aufklärung gerade derartiger Verbrechen sind erfahrungsgemäß geradezu ungeheuerlich.
weil Opfer und Täter vielfach nur durch das Moment des Zufalls zusammengeführt worden sind. Die Instinkte des Augenblicks bestimmen den Mörder. Man findet das Opfer, man stellt die Personalien fest, man kriegt heraus, wann es zum letzten Mal lebendig gesehen worden ist und dann kommt das große Fragezeichen. Die Kinder verschwinden spurlos. Und wenn man sie wiederfindet, na, wir wissen ja, wie wir sie gefunden haben. Und der Täter, es ist eine uns allen bekannte Tatsache, dass solche Verbrecher fast nie eine Spur hinterlassen. Das macht unsere Arbeit so schwer, den Erfolg so selten. Jetzt sind es glücklich 8 Monate, dass die Polizei den Mörder sucht. Jetzt kriegen sie nur noch durch den Zufall. Darauf können wir nicht warten. Nee, bis dahin sind wir pleite. Aber was dann? Wir müssen ihn fahren. Wir selber. Tja, das müssen wir. Es gäbe vielleicht noch einen Weg. Über die als Täter in Betracht kommende Person ist zweifellos irgendwo bereits Material vorhanden. Er ist doch sicher, als ein schwer pathologischer Mensch schon einmal mit den Behörden im allgemeinen Sinn in Berührung gekommen. Darum müssen alle Fürsorgeanstalten, Gefängnisse, Nervenkliniken und Irrenanstalten zu schärfster Mitarbeit angeregt werden. Sehr richtig. Speziell über die Leute müssen wir Auskunft bekommen, die als harmlos entlassen wurden, die ihrer ganzen Veranlagung nach aber mit dem Mörder identisch sein könnten. Wir müssen die Stadt mit einem Netz von Spitzeln überziehen. Jeder Quadratmeter muss unter ständiger Kontrolle stehen. Kein Kind dieser Stadt darf einen Schritt tun, von dem wir nichts wissen. Ja gut, aber wie? Wer? Es müssen Menschen sein, die überall hinkommen, ohne Aufsehen zu erregen. Die jedem auf der Straße nachgehen können, ohne aufzufallen. Die jedem Kind in jedes Haus folgen können, ohne Misstrauen zu erregen. Mit einem Wort, Menschen, die unmöglichen Verdacht des Mörders erregen können. Aber wer, wer? Aber solche gibt's doch gar nicht. Na, wer kann denn da? Wer? Wer? Die Bettler. Die Organisation der Bettler. Hosse in Blutwurst. Für den Deibel stinkt der Käse gut. Schwarz seid ihr Luders. Mensch, schnarch nicht so, du wächst leise um. Mal 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 30. Butterstullen, lustlos. Schwarzer Freitag im Braten.
So, jetzt kommt die Hilfe dran. Ja, von 1 bis 88. Der nächste. Du hast alle Höfe in der Hauptstraße von Nummer 1 bis 88. Gut. Was kommt jetzt? Hauptstraße 89 bis 196. Hauptstraße 89 bis 196. Mitgliedsnummer? 3795. Emil Dusterman. 3795. Dusterman. Emil. Na Emil, vielleicht verdienst du dir die 15 Mill. Unberufen. Toi, toi. Holz anfassen. Ich sage den Herrschaften meinen herzlichsten Dank. Dankeschön. Idiot. Herein. Herr Kommissar, hier sind die angeforderten Krankenberichte der in den letzten 5 Jahren als gesund oder harmlos Entlassenen aus den Landes- und Privatehrenanstalten sowie der städtischen Krankenhäuser und Nervenheilanstalten. Und hier die derzeitigen Adressen der Betreffenden. Guten Tag. Wohnt bei Ihnen ein Herr Beckert? Bitte schön? Wohnt bei Ihnen ein Herr Beckert? Ich kann Sie leider nicht verstehen. Ich bin etwas schwerhörig. Habe ich noch gar nicht gemerkt. Ob bei Ihnen ein Herr Beckert wohnt? Herr Beckert, jawohl. Ja, Herr Beckert, der wohnt bei mir. Leider ist er gerade weggegangen. So. Ich hätte aber gerne mal mit Ihnen gesprochen. Ich komme nämlich vom Finanzamt. Vom Finanzamt, ja. Ja, du lieber Gott, ja. Wenn Sie vielleicht hier auf ihn warten wollen. Ja, danke schön. Bitte schön. Wenn Sie vielleicht Platz nehmen wollen, bitte schön. Danke sehr. Bitte schön.
wenn Sie vielleicht etwas lesen wollen, bitte schön. Danke, sehr freundlich. Bitte schön. Ach, sagen Sie mal, Frau Winkler. Ja? Ist Herr Beckert auch auf einer Zeitung abonniert? Herr Beckert? Nein, der leiht sich immer meine aus. So. Na, danke schön. Kind, das sollst du doch nicht. Du weißt doch warum. Ja, Herr Wünschen? Kaffee. Bitte? Nein, einen Wermut. Nein, Cognac. 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 Noch einen. Der?
Zahlen. Bei Cognac 1,65, bitte. Danke sehr. Nummer 24, Beckert. Städtischer Kurier wird nicht gehalten. Tisch, Mahagoni poliert mit Plüschdecke. Kein Rotstift, auch keine Spuren davon, überhaupt kein Schreibmaterial. Im Papierkorb Drucksache, Zigarrenreklame. Bunte Ansichtskarte, Blumenstrauß, herzlichen Gruß, Paul. Sonst kein Absender. Leere Zigarettenschachtel, Marke Ariston, Tüte mit Süßigkeiten, halb leer, halt, ohne halt, Firmenaufdruck. Halt! Moment mal. Ariston. Ariston? Was war da doch gleich? Ariston? Ich möchte die Akten Mordsache Marga Perl haben. Dankeschön. Na no, das habe ich doch schon mal gehört. Das war doch. Na, hör doch mal, da fällt doch einer. Da hilft dir nicht. Da! Jetzt ist er still. Hast du den Mann gesehen, der ihn gepfiffen hat? Na ja, ich sehe ihn noch. Heinrich, ja. Es spricht ein Kind an. Kleines Mädchen. Er geht mit ihr die Straße entlang. Wir laufen doch nach! Und lassen nicht mehr aus den Augen. Warum? An dem Tag, wo die kleine Elsie Beckmann ermordet worden ist, da hat ein Mann bei mir einen Luftballon gekauft und der Mann hat ein kleines Mädchen bei sich gehabt und der Mann hat genauso gepfiffen wie der da drüben. Verdammt noch einmal! Sind Sie ein verrückt, Mensch? Appelsinschale auf die Straße schmeißen? Bringt man sich Hals und Beine? Unglaublich sowas! Müsste man direkt der Polizei anzeigen, und verschämt als unser Gleich. Anke! Da ist es schon. Fand man unweit der Mordstelle an verschiedenen Stellen im Umkreise von 50 Metern drei Zigarettenstummel Marke Ariston. Bitte.
Ja, die Zigarettenmarke ist die gleiche, aber der Tisch war doch kein alter Holztisch. Naja, er kann ja den Brief auch woanders geschrieben haben. Aber... Donnerwetter! Das Fensterbrett! Tim. Moment mal. Rotstift. Herrgott, endlich. Also endlich sind wir auf seiner Spur. Ja. Ja. Was? Sind wir auf der Spur? Haben Sie entdeckt? Die Bettler haben ihn entdeckt. Da ist ein Mädchen auf der Straße. Sei doch mal ruhig. Was hast du gesagt? Sie folgen dem Zeichen. Sie lassen ihn keinen Moment aus den Augen. Sie beschatten ihn auf Schritt und Tritt. Auge! Was denn? Du hast dich ja ganz weiß gemacht. Wo denn? Da, auf der Schulter. Wir gehen weg. Das ist auf keinen Fall. Wir hätten ihn sonst unbedingt ziehen müssen. Ausgeschlossen. Da muss er hier im Hof sein. Zurückgelaufen ist er auch nicht. Verdammt nochmal, irgendwo muss doch der Kerl sein. Vielleicht hat er sich im Haus versteckt. Mensch, wenn er bloß nicht türmt mit den Leuten, die aus den Büros kommen. Wenn uns jetzt durch die Lappen geht. Mensch, da kommen schon die Ersten. Schnell auf die Straße, aufpassen, wie die schießt, Hunde.
Verzeihung, ich möchte mir bloß eine Frage stellen. Meine Tour beginnt morgen. In Königsberg fange ich an. Bei meinem Magenleiden kann ich solche Sachen überhaupt nicht wissen. Heute war der Chef bei mir im Büro. Macht mal lieber das Licht aus, sonst schöpft er womöglich Verdacht, wenn er nach Hause kommt und sieht, dass hier hell ist. Wie viel Uhr ist denn eigentlich? Gleich 6:30. Er muss aber unbedingt noch drin sein, denn er war bestimmt nicht unter den Leuten, die das Haus bei Büroschluss verlassen haben. So. Ja. Ja. Einen Augenblick mal. Die Bettler haben Unterstützung herbeigeholt und das ganze Haus umstellt. Sie behaupten, dass der Kerl sich im Hause versteckt hat. Was ist das für ein Haus? Was ist das eigentlich für ein Haus? Ausgesprochenes Bürohaus. Was im Keller ist, weiß ich nicht. Hochparterre ist eine Filiale der städtischen Sparkasse. Vom ersten Stock bis zum fünften sind lauter Büros und darüber ist der Boden. Ist doch unglaublich. Ist da noch jemand? Hallo! 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 Ist hier noch jemand? Bleibe noch mal. Ist da noch wer? Leib, wichtige Schweinerei. Sind noch dämlichen Tür. Also wirklich, dass der Kerl feststeckt. Ich halte es für das Beste, so schnell wie möglich die Polizei zu verständigen. Sehr ja, gut, so schnell wie möglich. Also, hör mal. Hallo? Bleib mal einen Augenblick am Apparat, ja? Und ruf gleich wieder an. Was ist denn los? Ihr seid wohl verrückt, was? Die Polizei? Nee. Den holen wir uns selber. Ja. Pass mal auf, jetzt ist es. Ne? 8 Uhr. Also. 9, 10, 11. Guten Abend. Wissen Sie, dass Ihre Tür nicht abgeschlossen ist? Na nun, ist doch nicht möglich. Ich hab doch selber... Aber es ist doch... Sofort aufmachen und kein Laut. Na, wird's, vorwärts. Los, vorwärts. Wie viele Wächter sind außer Ihnen hier im Haus? Ach, Sie wollen nicht antworten, nein? Schön.
Im Haus sind noch zwei Wächter auf Kontrollgang. Äußerste Vorsicht mit dem Lichtschein. Und Sie sollen nicht so trampeln, die Büffel, lasse ich Ihnen sagen. Was denn? Im Vorderkeller ist er nicht. Wir haben alles durchstöbert und nichts gefunden. Hm. Fried und Wanderaujus durchsuchen noch die Heizanlagen. Halt mal! Das ist der Letzte. Und ich mal auf zu Emil, der braucht doch hier. Los, jawohl, los, 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 los! Der Schenker schickt mich! Gut. Jetzt mal ab. Das ist eine neue Konstruktion von Kontrolluhren. Und da ist der Plan zu Ihrer Bedienung. Und wenn die nicht auf die Minute genau gestochen werden, gibt's automatisch Alarm auf der nächsten Polizeiwache. Verstehst du? Aha. So. Hast du das kapiert? Tja, na hör mal, ich bin doch keine Dussel. Na. In der Heizung und im Kohlenkeller ist er bestimmt auch nicht. So. Den ganzen Koks haben wir durcheinander geschmissen. Du bist wohl plötzlich geworden, was? Und wenn die Türen gesichert sind, hä? Was dann? Wollt ihr 5 Minuten die Polizei auf dem Hals haben? Ja, wir müssen doch hier rein, wenn das ganze Haus systematisch durchsucht werden soll. Aber doch nicht durch die Tür, du Idiot! Durchs Büro im ersten Stock und geht durch die Decke. Nicht! Auf dem Boden!
Ruhe! Schläge aufbrechen! Hallo! Was? Ich hab den Kerl entdeckt! Ja. Auf dem Boden steckt er! Ja? Ja, ich hab was klopfen gehört und bin gleich zum Schränker gelaufen. Was hat der gesagt? Der ist schon oben mit acht anderen. So. Jetzt werden sie ihn gleich haben, das Arzt. Ich bin bloß zu dir runtergelaufen, um dir zu sagen, was los ist. Ja, ist wenn gut. Ich nicht so aufgepasst hätte, stundenlang hätte man noch suchen können. Der Wächter! Drei, eins, vier. 314. 314. Aus! Raus! Was? Wieso denn? In 5 Minuten ist die Polizei im Haus. Du bist ja verrückt, Mensch. Und du gehst die Polizei hier rum. Der Wächter hat da alarmiert. Nur mal raus! Raus! Halt! Ruhe! 5 Minuten ist noch Zeit. 6 Verschläge noch zu öffnen. Weiter so. Ran hier, los. Feuer, komm. Na, Peter, was soll das denn tun? Hier, da liegt. Weiter, nicht hier. Los, los, schneller. Hier ist er auch nicht. Also weiter, 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 nicht hier. Wir haben nur noch 1 Minute Zeit. Los, weiter, schnell! Hier ist kein Schlosser. Hier ist der Grill. Was hat die abgeschlossen? Mach doch auf! Geht, ich steck ihm was wieder hin. Lass mich da mal ran. Eilt euch, nur noch 1 Minute. Da! Da ist er! Da steckt der Hund! Los, los, los! Vorwärts! Alles weg! Los, macht schon, dass ihr rauskommt. Vorwärts! Endlich! Himmel, Herrgott, Sakrament noch einmal! Ach, dich! Jungs! Wo bleiben denn die anderen? Sind doch oben, komm gleich! Ich auch oben bleiben, was? Bitte nur ohne Kerl! Ganz gleich, haut ab! Bleiben wir nie bloß, Herrgott, noch einmal! Endlich, Gott sei Dank, da sind wir ja vorwärts! Geh'n Moment, wenn du uns kommst! Beine in die Hand, bis dann! Die Hände hochheben, wo ich auf der Strickleiter stehe. Raus! Und dabei bin ich diesmal wirklich unschuldig. Wie ein neugeborenes Kind. Das Lachen, Franz. Aber ich glaub dir aufs Wort. Hä? Ja, ist ja alles in schönes Ordnung, Herr Kommissar. Dann
Er kann ja jetzt gehen. Moment. Zigarette? Eiwei. Ich glaubte aufs Wort, Franz. Vorausgesetzt, dass du mir sagen kannst, wer der Mann ist, den ihr im Haus gesucht und gefunden habt. Ich verstehe Sie nicht, Herr Kommissar. Ein Mann, meinen Sie? Ich weiß von nichts, Herr Kommissar. Das muss ein falscher Irrtum sein. Ich weiß von nichts. Nicht das Geringste. Natürlich, natürlich. Nur eins begreife ich nicht, dass du die Bande deckst, die dich in die Tinte geritten hat. Feine Kollegen das, die türmen, wenn's brenzlig wird und dich im Dreck sitzen lassen, Franz. Hui, Teufel. Die Tür verfängt bei mir nicht, Herr Kommissar. Was kann mir schon passieren? Bisschen Sachbeschädigung. Na schön. Geklaut worden ist nicht. Geklaut worden ist ja, mein Lieber. Und nicht zu knapp. Was? Geklaut? Wie viel denn? Erzähl du mir was, dann erzähl ich dir was. Ich hab schon gesagt, ich weiß von nichts. Na schön. Dann denk mal ein bisschen nach, Franz. Wenn man sich so 2 bis 3 Stunden selbst überlassen ist, fällt einem manchmal allerhand ein, woran man sich vorher absolut nicht erinnern konnte, nicht? Abführen. Lassen Sie mal einen Wächter reinkommen. Wächter Damowatz. Bitte setzen Sie sich. Also, Sie haben zu Protokoll gegeben. Bitte hören Sie gut zu. Sie werden es nachher eventuell zu beeilen haben. Also, woanders mal lassen Sie. Sie haben deutlich gehört, wie einer der Einbrecher zu dem Burschen, der sie bewachen sollte, sagte, wir haben ihn, ich habe den Kerl entdeckt, auf dem Boden steckt er. Stimmt das? Jawohl, Herr Kommissar. Jawohl, Herr Kommissar. Das kann ich jederzeit beschwören. Schön. Dann gehen Sie mal vorläufig nach Hause und erholen sich von Ihrem Schreck. Aber halten Sie sich bitte zur Verfügung der Polizei. Jawohl, Kommissar. Moin, Herr Kommissar. Moin, moin. Sagen Sie mal, ist Kommissar Lohmann im Hause? Ach so, er spricht gerade. Nein, 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 ist nicht nötig, danke schön. Ich komme selbst darüber. Was? So, noch nicht nach Hause gekommen. Ne. Habt ihr auch auf die Olle, auf die Winkel aufgepasst? Nein. Nein! Steh ich? Komm da rein. Also hört mal, der Block ist noch umstellt. Wenn er überhaupt noch mal nach Hause kommt, muss er uns ja in die Finger laufen. Also, weiter warten. Wenn es was Neues gibt, ich bleibe hier im Präsidium. Kotzen.
Was willst du denn? Ich möchte dich um meine Gefälligkeit bitten. Ach, eine Lurke ist das mal wieder. Ich möchte dich bitten... Na, lies dir mal das erst durch. Protokoll? Ja, Einbruch in ein Bürohaus. Bennostraße? So eine ganz ordentliche Gegend. Scheint mir doch nicht so ganz ordentlich zu sein. Das wird ernsthaft. Na, was denn? Wollen die das ganze Haus ausräumen? Nu, was haben die denn mit dem manken Koks gesucht? Ist ja doll. Ist ja nicht zu glauben. Na, sowas? Das ist ja ein Stück aus dem Tollhaus. Ach so, auf die Sparkasse hatten sie es abgesehen. Gott, steh mir bei. Was soll denn das heißen? Also jetzt verstehe ich überhaupt nicht mehr. Nicht mal angeknabbert haben sie die Dinger? Das muss ja eine Herde von Idioten gewesen sein. Na, Wetter noch mal. Na, ist das ein Ding? Nicht gestohlen. Aber ein Mensch verschleppt. Gott weiß wohin. Doll. Der Franz? Hält's Maul. Hat natürlich Angst. Ja, den Jungen kenne ich. Er gehört zu der Sorte Einbrecher, die lieber aus dem fünften Stock springen, als in eine Mordsache verwickelt werden. Wenn wir den von der Seite packen könnten. Roman, wenn du mir dabei helfen wolltest. Nachtigall? Ich höre dir laufen. Na, dann werden wir uns den Franz mal kommen lassen. Zum Verhör. Na nu, vier Mann hoch? Was soll denn das heißen? Vorwärts. Na ja. Bereitschaftsdienst, Leiter Kommissar Karl Lohmann. Ja, was habe ich denn mit Ihnen? Ja, was habe ich denn mit der Mordkommission zu tun? Ja, mein Junge. Die Sache ist jetzt mir übertragen worden. Ja. Aber wieso denn? Warum denn? Ihr habt eure Arbeit um ein paar Grade zu gut gemacht. Ja. Der eine Wächter. Tot? Beihilfe zum Mord. Das ist eine hässliche Sache, Franz. Herr Kommissar, da meine ich mir mit. Damit will ich nichts zu tun haben. Ich sage jetzt alles. Alles, was ich weiß. Sehr vernünftig, aber leider zu spät. Herr Kommissar, das kann doch nicht zu spät sein, Herr Kommissar. Das darf nicht zu spät sein. Ich will dir alles sagen, alles. Auch, was wir in dem verdammten Haus da gesucht haben. Na? Den Kindermörder. Was? Wen? Den Kindermörder, Herr Kommissar.
Augenblick. Dann muss mir passieren. Ausgerechnet mir muss das passieren. Jetzt setz dich mal daher, mein Junge. So, jetzt wollen wir mal Tacheles miteinander reden, verstanden? Jawohl, Herr Kommissar. Und gnade dir Gott, wenn du mich anschwindelst. Also los, was habt ihr mit dem Mörder zu tun und wohin ist der Mann verschleppt worden? Also, Herr Kommissar, Sie kennen doch die alte Schnapsfabrik von Kunz und Levi. Die in der Inflation pleite gemacht haben. Jawohl, und seit der Zeit steht das Ding nun leer und es kümmert sich kein Mensch mehr darum. Hier kommst du nicht mehr raus. Aber meine Herren, ich bitte Sie, ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. Ich bitte Sie, lassen Sie mich doch frei. Das Ganze muss doch ein Irrtum sein. Ein Irrtum. Oh nein, kein Irrtum. Ausgeschlossen. Das ist kein Irrtum. Nein, nein. Kein Irrtum. Kennen Sie das? So ein Ballon hast du doch der kleinen Else Beckmann geschenkt. So ein Ballon. Else. Nein, nein, nein. Wo hast du die kleine Wasserperle verscharrt, du Hund? Aber die habe ich ja gar nicht gekannt. Ach, die hast du gar nicht gekannt. Die auch nicht, was? Und die hast du auch nicht gekannt, was? Gib mir!
Du hast da was von Recht gesprochen. Dir soll ein Recht werden. Hier sitzen lauter Sachverständige in Rechtsfragen. Von 6 Wochen Tegel bis 15 Jahre Brandenburg. Die werden schon dafür sorgen, dass dir dein Recht wird. Du bekommst sogar einen Verteidiger. Geht alles nach Recht und Ordnung. Verteidiger? Verteidiger? Ich brauche keinen Verteidiger! Wer will mich denn anklagen? Ihr vielleicht? Ihr? Sie, ich an Ihrer Stelle würde hier nicht so dicke Töne riskieren, Herr. Es geht hier um Ihren Kopf, falls Sie das noch nicht kapiert haben sollten. Wer sind denn Sie schon wieder? Ich habe das zweifelhafte Vergnügen, hier als Ihr Verteidiger zu fungieren. Aber ich fürchte, dass Sie nicht viel nützen wird. Ja, wollt ihr mich denn umbringen? Wollt ihr mich denn einfach kalt machen? Wir wollen dich unschädlich machen. Das wollen wir. Und ganz sicher unschädlich bist du nur, wenn du tot bist. Aber ihr könnt doch nicht einen nackten Mord an mir begehen! Ich verlange, dass man mich zur Polizei ausliefert! Ich verlange, dass man mich vor den ordentlichen Gericht stellt! Das ist richtig! Das könnt ihr so packen, mein Junge! Ausgerechnet! Damit du dich auf den Paragraph 51 berufst, jawohl, ja, und dein Leben lang auf Staatskosten verpflegt wirst. Und dann brichst du aus, und es kommt eine Amnestie, und du, vergnügt, mit Jagdschein kann ja nicht passieren, bist ja wegen Unzurechnungsfähigkeit gesetzlich geschützt, gehst wieder fröhlich auf die kleinen Kinder los. Nee, nee, davon wollen wir nicht mehr wissen. Jawohl. Du musst unschädlich gemacht werden, du musst weg. Bravo. Der Kerl muss weg, aber ich kann doch nichts dafür! Ich kann doch nichts dafür. Das kennen wir. Vor Gericht kennen wir alle nicht dafür. Was weißt denn du? Was redst denn du? Wer bist du denn überhaupt? Wer seid ihr denn? Alle miteinander. Verbrecher! Bildet euch womöglich noch was ein drauf, weil ihr Geldschränke knacken könnt oder Fassaden klettern oder Karten zinken. Lauter Sachen, denke ich mir, die ihr gerade so gut lassen könntet, wenn ihr was Ordentliches gelernt hättet oder wenn ihr arbeitet oder wenn ihr nicht so faule Schweine wärt. Aber ich, kann ich denn anders? Habe ich denn nicht dieses Verfluchte in mir? Das Feuer, die Stimme, die Qual. Du willst also damit sagen, dass du morden musst? Immer muss ich durch Straßen gehen. Und immer spüre ich, da ist einer hinter mir her. Das bin ich selber und verfolgt mich lautlos. Aber ich höre es doch. Ja, manchmal ist mir, als ob ich selber hinter mir herliefe. Ich will davon, von mir selber davonlaufen. Aber ich kann mir nicht entkommen. Muss den Weg gehen, den es mich jagt. Muss rennen. Endlose Straßen! Ich will weg! Und mit mir rennen die Gespenster von Müttern, von Kindern. Die gehen nie mehr weg. Die sind immer da. Immer! Nur nicht, wenn ich's tue. Dann weiß ich von nichts mehr. Dann stehe ich vor einem Plakat und lese, was ich getan habe, und lese. Was habe ich getan?
Aber ich weiß doch von gar nichts. Aber wer glaubt mir denn? Wer weiß denn, wie sie mir aussieht? Wie es schreit und brüllt da innen, wie ich tun muss? Will nicht, muss, will nicht, muss! Und dann schreit eine Stimme und ich kann es nicht mehr hören! Hilfe! Ich kann nicht! Der Angeklagte hat gesagt, dass er nicht anders kann. Das heißt also, dass er morden muss. Und damit hat er sich selber sein Todesurteil gesprochen. Ein Mensch, der von sich selber sagt, dass er zwangsweise fremdes Leben vernichtet. Dieser Mensch muss ausgelöscht werden wie ein Schafenfeuer. Dieser Mensch muss ausgerottet werden. Dieser Mensch muss weg. Ums Wort. Das Wort hat der Herr Verteidiger. Mein sehr geschätzter Vorredner, der, wenn ich mich nicht irre, wegen Totschlags in drei Fällen von der Kriminalpolizei... Das gehört nicht hierher. ...behauptet, die Tatsache, dass mein Klient unter einem Zwang handle, spreche ihm das Todesurteil. Ja, ist er da? Er irrt sich. Gerade das Moment des Zwangs spricht meinen Klienten frei. Du Harvard-Mensch! Abgeordnet! Ist voll verrückt, du besoffenes Kopf! Gerade das Moment des Zwangs enthebt den Angeklagten von der Verantwortung für sein Tun. Und für etwas, wofür er nicht verantwortlich zu machen ist, kann man keinen Menschen strafen. Das ist ja lächerlich. Willst du vielleicht damit sagen, dass die Bestie straffrei ausgehen soll? Dass er am Leben bleiben soll? Ich will damit sagen, dass dieser Mensch ein kranker Mensch ist. Und einen kranken Menschen übergibt man nicht dem Henker, den übergibt man dem Arzt. Willst du die Garantie für seine Heilung übernehmen? Wofür baut der Staat seine Irrenhäuser? Und was geschieht, wenn er ausbricht aus dem Irrenhaus? Ja, oder geheilt entlassen wird? Deine schönen Tage fängt das Morgen müssen wieder von vorne an? Wieder monatelange Hetzjagd. Wieder Paragraf 51, wieder Irrenhaus. Wieder ausbrechen oder entlassen werden. Und wieder morden müssen. Und das geht ja nicht in alle Ewigkeit so weiter? Einen Menschen zu töten, der für seine Taten nicht verantwortlich zu machen ist, dazu hat niemand das Recht. Auch nicht der Staat. Und Sie schon gar nicht. Der Staat hat dafür zu sorgen, dass dieser Mensch unschädlich gemacht wird, dass er aufhört, für seine Mitmenschen eine Gefahr zu sein. Du hast keine Kinder gehabt, nicht? Na also, da hast du auch noch Kind verloren. Wenn du aber wissen willst, wie das ist, wenn einem so ein Kindchen genommen wird, dann fahr mal die Eltern, denen der da ihre Kinder genommen hat. Frage sie mal nach den Tagen und Nächten, wo sie nicht wussten, was los war. Und denen später, wo sie endlich wussten, was los war. Fahr doch die Mütter! Die Mütter sollst du fahren! Was sagst du denn, dass du von den Müttergnade für den Mörder ihrer Kinder erlangen wirst? Die Frau hat recht. Komm zur Rechtern. Keine Gnade für den Mörder. Keine Gnade. Ihnen mit dem Mörder. Sag den Tod mit uns. Abgehen, Bestie. Totschlagen. Bring das Geo aus. Tod. Umbringen. Totschlagen. Totschlagen. Lass mit ihm. Kriegt sie um die Bestie. Totschlagen. 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 Lass sie mich nicht niederschreien von uns. Ich werde nicht dulden, dass in meiner Gegenwart ein Mord vergangen wird. Ich verlange, dass diesem Menschen... Das ist ja kein Mensch! Dass diesem Menschen der Schutz des Gesetzes zuteil wird, auf den auch der Verbrecher Anspruch hat. Auf welchen wir? Ich verlange, dass dieser Mann der Polizei übergeben wird. Ausgerichtet Polizei! Bitte, Schluss mit dem Kerl! Im Namen des Gesetzes.
im Namen des Volkes. Davon werden unsere Kinder auch nicht wieder lebendig. Man muss ihm noch besser auf die Kinder Acht geben.